wird das Marius schaffen? Ha! Ja. Das ist jetzt wohl kein Dwemer-Skelett, nehme ich einfach mal an. Eins. Zwei. Das ist schon bitter, wirklich. Ja, sei mal froh, dass du hier die Taschen voller Dietrich hast. Ja. Ich nenne dich ab jetzt nur noch Dietrich. Ich bitte nicht. Dietrich Need. Der Dietrich klaut, was nicht nied- und nagelfest ist. Hast du noch nie gehört? Oh, nee. Jo von Elfensenf. Endlich. Jo von Elfensenf. Endlich hast du mal deine Schlossknacken-Fertigkeit verbessert. Das wird auch Zeit. Ich hoffe, es bringt auch was. Wie ich schon sagte, das ist nicht so meine Spezialität. Was ist denn deine Spezialität? Bogenschießen. Ach, ich dachte jetzt irgendwie Schnitzel mit Pommes oder so. Wäre jetzt aber nicht schlecht. Tatsächlich habe ich auch gerade Hunger. Ja. Ui, was glitzert denn da? Da liegt, glaube ich, einer, wenn ich das richtig gesehen habe. Oh. Ja! Aua! Ja, da liegt einer. Jak. Gen. Jak. Gottwok. Schöner Name. Bestimmt ein Chinese. Der Wok. Oh. Bei der Wok-WM gescheitert. Ich glaube, ich muss mal aufhören, oder? Jetzt verlieren wir ja noch die letzten Zuhörer. Oh mein Gott, immer noch sehr unangenehm. Jetzt habe ich schon wieder mein Gott. Ja, das ist nämlich dem Marius neu schon aufgefallen, dass er hier immer, wie soll ich sagen, den Namen des Herrn missbraucht und dauernd mein Gott sagt. Ich versuche das mal zu variieren. Junge, Junge! Das ist jetzt ein Palmer. Also du darfst dich gerne weiter, mein Gott. Okay. Also die gibt's auch eher selten. Also die leben hier in den bergigen Regionen, haben sich da jetzt angesiedelt in den Dwemer-Ruinen. Ja, das sind Palmer, die sind blind. Deswegen ist die Kapuze auch über den Augen. Ja, die habe ich aber hier schon abstürzen lassen. Abgeschlachtet. Das jetzt... Naja, lass mal jetzt mal. Ich nehme jetzt heute meine Betäubungswaffe da. Kennst du ja schon vom letzten Spiel. Die ist wirklich gut. Oh, zwei. Hey. Die haben was ein bisschen von den Typen aus Rage. Nur, dass sie nicht so gut aussehen. Ich erinnere mich an deine Freundin. No. Weil die so gebückt hier rumlaufen. Dann wird sie auch unten in den Staub. Jetzt hör auf. Nee, also, um mal wieder klug zu scheißen. Oh nein! Bitte, was kommt diese ganze unterirdische Geschichte mit diesen Wesen, die so ein bisschen hässlich und blind und so, erinnert mich an George Orwell, Time Machine. Die kenne ich sogar. Ja, kennst du, die Morlocks. Ja, klar. Ja. Oben die Eloy, unten die Morlocks. Ja. Hab mich so ein bisschen, so vielleicht ein kleiner literarischer Bezug mal wieder. Ja. Also so stelle ich mir das ein bisschen vor. Schön, Marvin. Ja. Ich finde das gut. Interessiert dich nicht, ne? Etwas Niveau in unserem ansonsten niveaulosen. N-I-W-O. Ein bisschen Nivea kann die schaden. Genau, ne? Ja. Fall mal Schattenschleicher. Du hast den Orb genommen? Ja. Also manchmal überrascht mich dieses Spiel. Ja. Bin ich entsetzt und schaue angewidert weg, wenn du hier den Leuten die Ohren abschneidest. Feuerfall. Die haben schon. Also da mag man nicht so gerne eindringen, nicht wahr? Also es sind schon gut geschützt. Ja, jetzt hat's nee, das ist Feuer und kein Magma. Ja und? Ja, ich wollte deinem literarischen Exkurs hier ein bisschen Niveaulosigkeit entgegensetzen. So. Ja, sonst verlieren wir auch die meisten Zuhörer. Ja, ist klar. Meinst du, sie haben das jetzt verstanden? Ich denke doch. Verdammt. Weggeputzt. Das ist eben diesem Täubungsding, das ist wirklich eine gute Sache. Hält zwar nicht so lange, aber es reicht, um den hier zu. Ich mag das Wort entleiden zu werden. Ja, aber das kommt mir ja gerade so vor, als wäre ich der Polizist und du erklärst mir, warum die K.O.-Tropfen gar nicht so schlimm sind. Also, das hier mit dem Betäubungszeug, das ist schon eine gute Sache. Ne? Dann laufen die auch nicht so weg und so und fallen schnell zu Boden. Ja.
wohin? Sieht aus wie ein Knast. Oh. Aber trotzdem interessant, mal zu sehen, was es hier unter der Erde noch so alles gibt. Also das unterscheidet sich ja schon sehr von dem, was man sonst so ausgehalten hat. Richtig. Es ist ja auch so faszinierend, dass das jetzt noch nach Jahren oder Jahrhunderten sogar noch am Laufen ist, diese ganze Show. Guck mal. Wenn die Mistviecher hier halten, dann ist ja wohl nicht am Laufen. Ja, hast du gesehen? Der ist einfach durchs Feuer gelaufen. Und dann hat er gemacht. Oh! Warum sind die jetzt eigentlich nicht mehr untertitelt? Das ist auch so ein Fehler von dem Programm, oder? Ja. Mag sein, ja. Nosferatu. Ein Ametis. Und ein Ohr, ich hab's genau gesehen, auch wenn du da ganz schnell durchgerutscht bist. Ja. Hm. War wieder ein Ohr, das Ding. Ja, ich. Ich mag Ohren. Oh! Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn Sie schöne Ohren haben, sendet Ohrenbilder an Mario. Unbedingt. Postet Bilder von euren Ohren in den Kommentaren. Jetzt hör mal auf, hier so Quatsch. Das hier ist ein Falmer Schattenmeister. Die sind immer in Begleitung von zwei anderen Falmern, ja, und sind verdammt schwer zu besiegen. Weswegen ich das jetzt gleich mal mit einem Schrei versuche. Oh ja. Ich kann aber jetzt schon. So, jetzt mach ich das mal. Doch, Harry Potter, ne? So, pass mal auf, ich jetzt mache. Weggeschreckt. Ja. Ja, lebt aber bei dir. Hat ja super geklappt. Ich kann sie aber weghusten. Klappt auch nicht. Aber diese Schattenmeister oder wie heißen die? Falmer Schattenschleicher. Nee, das sind die Begleiter. Ach so. Ja. Ach so, nur den Meister hast du schon. Meister habe ich schon. Ah, ja. Ja. Hast du so schnell geschafft, dass ich das so verdrehe. Mario, der Mann, der natürlich weiß. Als Lucky, wie heißt der im Easter Egg? Lucky. Ach, du meinst den Typ, dem das Erotikbuch gehört. Ja. Lucky Luke. Wahrscheinlich. Müssen wir nachher nochmal im Artikel nachlesen. In dem Artikel auf Spieletipps? Genau. Der da heißt 10 weitere Geheimnisse in Skyrim. Meinst du diesen Artikel? Oui. Muss man auf Französisch zu sagen. Und wie findet man den auf Spieletipps? Einfach nach Skyrim suchen und dann mal bei neuester Artikel gucken. Oben in die Suche Skyrim eingegangen. Komm, jetzt wird's langsam nicht mehr was. Nimm doch mal dein Menschenfleisch. Ich rieche und? Menschenfleisch. Ich rieche Falmerfleisch. Und Ohren. Ich rieche Ohrenschmalz. Ich kotz gleich. Ja, das ist jetzt definitiv zu tief, um zu springen. Ja. Könnt ihr das mal an? Da geht's ja auch runter, brauche ich nicht zu springen. Na doch. Springen kannst du doch immer, ne? Hui! Die haben auch hübsche Bögen. Gefällt mir so vom Stil schon. Uiui. Ja, jetzt geht's zur Sache. Ich mach das mal mit dem Bogen. Vorführeffekt, normalerweise treffe ich immer. Ja. Aber wir sind ja auch jetzt schon hier kurz vorm Ende. Guck mal, eine Riesenschule. Oh ja. Hast gesehen, die kann den Moonwalk. Die ist zur Seite gemoonwalkt. Ah, die kleine Defense an Michael. Also hier, wer der Arachnophob ist, der hat jetzt aber, glaube ich, sich schon gerade in die Hose gemacht. Ja. Ich mag das, ich mag so Viecher. Du magst das, wenn sich Leute in die Hose machen? Nein, ich mag so Viecher. Auch nicht, ich kann das nicht ab. Hast du den ganz gerade? Nein! Marius, was läuft da unten aus deinem Hosenbein? Frostbist. Frostbist. Ja.
habe ich der Spinne abgenommen. Das ist eine frostige Spinne. Hier sind lauter Zungenbrecher im Spiel. Ja, das ist richtig. Aber wie gesagt, trotzdem besser übersetzt als in Oblivion. Ich finde es großartig übersetzt. Aber die Übersetzung von Oblivion möchte ich auch ehrlich gesagt nie wieder in meinem Leben sprechen. Also, wer Abkürzungen mag, der, das ist ja ein Traum gewesen. Ja. Ja, gut. Oh, eine Falle. Eine Falle. Oh ja, stimmt. Ja. Geschickt. Ansonsten wäre da, glaube ich, auch was Böses passiert. Ja, das zeige ich dir jetzt mal. Fuck. War ja spektakulär. Zeigst du es mir auch nochmal, wenn du draufstehst? Nö. Nee. Jetzt kommen wir in die Alftant. Kathedrale. Da jetzt Bretonenblut kommt. Bretonenblut verleiht einen 50%igen Magiewiderstand. Bretonen wirken Drachenhaut, um kurzzeitig Magika von feindlichen Zaubern zu absorbieren. Ja, da haben wir unseren Bildungsauftrag heute erfüllt. Richtig. Mit der Fertigkeit Schmieden kannst du Waffen und Rüstungen aus rohen Materialien herstellen oder nicht magische Waffen und Rüstungen verbessern. Und gerade nochmal erfüllt. Den Bildungsauftrag. Ja. Na, jetzt wird's ja langsam schon gemütlich. Guck. Da haben sie schon hier was auf den Boden gelegt. Da steht eine Flasche auf dem Tisch. Das Elixier des Verteidigers. Fußball. Der Fernseher hängt an der Wand. Ja, das sieht mir auch nach Fallen hier aus. Ah. Da laufe ich jetzt mal so zwischendurch. Zwischendurch? Zwischendurch. Oh, guck mal, ist das? Ah ja, wie das war, ne? Ja. Merkst du, wie der versucht, mich zurück zu den Fallen zu drängen? Echt? Das sieht so schlau. Blöd wieder aus. Oder ist das Zufall? Ja! Kann ich mir vorstellen. Komm mal. Ja, der andere Typ eben ist durch den Feuerstrahl gelaufen. Ja, auch wieder wahr. Diese. Aber bei Menschen gibt es ja so intelligenzmäßig auch Unterschiede. Vielleicht ist das bei Fallmann ja auch. Echt? Das ist Mario. Jetzt hast du gelacht wie Didi. Ja, Didi hat davon. Oder unsere Ex-Layouterin bei der Fist Action, die Anne. Die hat auch so gelacht. Die war super. Die ist noch super. Das klang gerade so, als ob sie gestorben ist. Nein, die ist jetzt noch geil. Schöne Grüße, Anne. Also die Umgebung ist hier schon sehr schön gestaltet, ne? Finde ich. Riesengroß, alles etwas. Nee, nicht überdimensioniert, sondern schön. Fackelwürmchenbrust. Mann, jetzt habe ich echt Hunger. Jetzt, wo ich das Feuer da sehe, so ein kleines Spießchen mit einer Fackelwürmchenbrust warm gemacht. Was liegt da? Eier oder was? Geh mal lieber weg. Wir sprechen ja ständig über Fasan hier. Würde ich ja auch gerne mal wieder. Oh. Du bist auch schon so ein kleines Leckermäulchen. Ja, durchaus, durchaus. Ich glaube, ich gehe mal da hoch. Vielleicht kann ich da irgendwie diese Türe öffnen. Wenn du das meinst. Das meine ich. Das sieht mir doch hier nach. Nee, ist nur eine Truhe. Ja. Und auch noch eben. Eine Anfängertruhe. Und oh. Jetzt sind da die Gitterstäbe weg. Mhm. Also ehrlich gesagt ist das ja alles hier ein ganz großer Arsch. Wer würde denn sich so eine Mühe machen, das alles hier unter die Erde zu bohren, mit irgendwelchen Mechanismen das zu versehen, Gitterstäbe. Hey. Warte mal, da kommt, glaube ich, was Großes. Oh! Das ist jetzt ein Zwerg-Centurio. Der sieht aber cool aus. Ja, der hat auch Kraft. Oh. Probier's nicht aus. Oh! Naja, er ist dafür nicht so schnell. Ja, der braucht auch ganz schön viel Hilfe. Aber wie gesagt, wir sind ja damit auch. Was ist mit dir, meinst du? Ja. Und kaputt ist er. Scheißkunst verbessert auf 90. Ah, Schießkunst, ich habe mich verlesen, das tut mir leid. So, was meinst du jetzt? Du meinst, dass da unten alles gebaut wird. Was ist das? Ich will jetzt erst nochmal sagen, es gibt doch so ein Fußballspiel auf Mega Drive und da stand statt Elfmeterschießen stand damals Elfmeterscheißen. Das fand ich auch super. Super Rechtschreibfehler bei der Durchmesse. Und was war die Frage? Na, du hast dich ja gerade beschwert, dass du das alles ein bisschen unglaubwürdig findest. Ja, wir bauten sowas Riesiges unter die Erde. Das ist ja ein Aufwand, der sich wahrscheinlich gar nicht
rentiert. Also das waren wohl Idealisten, die das gemacht haben. Stimmst du mir denn nicht zu? Nein. Hat es denn noch nicht genug Tote gegeben? Oh, aber natürlich wollt ihr, dass ich gehe. Ihr wartet doch nur darauf, dass ich euch den Rücken zukehre, damit ihr den ganzen Ruhm für euch beanspruchen könnt. Solar. Was war das? Lassen wir die Spielchen. Solar Privatsatz. Nack! Da klappt's ja wieder mit den Untertiteln, ne? Wahrscheinlich sind bei ihm zwei Mann kleine, weil die selber eh drin sind. Gefällt euch das? Ja, es gefällt mir. Okay, also einfach ein Schild reinschießen macht auch nichts. Aber jetzt die nächste Logikfrage für dein hübsches Gesicht. Wenn ich jetzt hier den ganzen Weg runtergegangen bin, ne? Ja. Alle Türen verschlossen waren, wie kommen diese Grabräuber an diese Stelle? Sind die durch den Versorgungsschacht reingerutscht, oder was? Hast du nicht gesagt, dass das ganze Ding rein ist? Okay. Das ist jetzt sehr lustig, die habe ich betäubt und jetzt bleibt die so liegen. Sieht interessant aus, ne? So verkrüppelt möchte ich nicht sterben. Die hat doch noch gesagt, genug. Hat sie? Ja, und dann hast du meinst noch sie jetzt damit, ich hätte sie schonen sollen? Ich glaube, die hätte dann weiter auf mich eingeprügelt, also insofern. Du hast gerade das kaiserliche Schwert des Unbehagens. Das ist jetzt der Zwergenmechanismus. Und guck dir das an. Ja, was? Im Boden versunken. Ach so? Ja. Nocturnal ist die Dedra-Fürstin der Heimlichkeit und der Schatten sowie Schutzpatronin der Liebe. Das ist wieder so eine wie neulich die Meridia, weißt du? Ja, ja, die Dedra-Fürstin. Genau. Eine der 16. Jetzt hätte ich dich fragen sollen, wie viel es gibt. Mist. 16. Chance verpasst. Die Fertigkeit Schießkunst verbessert deinen Umgang mit Pfeil und Bogen. Je besser die Fertigkeit, umso tödlicher sind deine Schüsse. Oh. Das sieht ja schon wieder ganz anders aus. Tatsächlich. Ziemlich psychedelisch. Unterirdisches Reich. Ja. Und hier schon wieder so eine Dreifach-Armbrust. Die gefällt mir ja. Ja. Die müsste man jetzt abmontieren und mitnehmen können. Eigentlich wäre das cool. Ich aktiviere sie mal. Oh, zack. Siehst du? Nee. Nee. Was war da? Nee, ich hab's abgefeuert. Ja, und dann? Ja, das war's. Vielleicht hättest du zuerst auch was zielen sollen. Warte sie ab! Wieso das Zwerg zielen? Das heißt, ich will auch nicht mehr. Vielleicht kommt er. Sphinx. Soll ich das auch dreimal sagen, das nächste Mal? Okay. Also wie ihr vielleicht schon merkt, ist das eine ziemlich lange Quest, ja. Also es gibt da sehr viel zu entdecken, hier unten. Oh ja, diese Pilze hier. Ja, das, das sind ja Leuchtpilze. Ja, ja. Das erklärt auch, warum es da nicht duster ist wie die Nacht, oder? Ganz genau. Mann, die sehen aus wie Quallen. Ja, Quallenpilze. Quallenleuchtpilze oder Leuchtquallenpilze oder Pilzquallenleuchten, je nachdem. Ein Feldlabor. Synderions Feldlabor. Kennst du den Synderion? Ich kenne ihn nicht. Und mal wieder eine der spannenden Stufe 39. Ja, übrigens, haben wir eben schon gesehen, dass wir aufgestiegen sind. Erzähl doch mal was Nettes. Bei mir im Kopf raucht's, wie gesagt, auch, also. Aber du bist doch nicht Raucher. Was? Nee, bist du gar nicht. Seit wann bin ich nicht Raucher? Ich bin nicht Raucher. Also, wie ich schon sagte, man findet da einiges und, Auch da war er, der Synderion. Feldtage. Ah, nur das. Ich finde hier wirklich schöne Sachen, deswegen lasse ich jetzt mal ein bisschen was, fallen. Ja. Denn jetzt trage ich zu viel. Ja. Gute Sprüche könntest du mal fallen lassen, ja. Ich schmeiß mal einen Drachenknochen weg. Naja, also, wie ich schon sagte, hier unten gibt's wirklich sehr viel zu entdecken und das wollen wir auch jetzt auch nicht alles vorwegnehmen, ja. Okay. Und
Ich glaube, das überlassen wir unseren geneigten Zuschauern und Zuhörern, ja, das für sich selbst nochmal zu entdecken. Haben wir jetzt schon mal die Twema-Feste hier gezeigt. Und ihr wisst, wie man reinkommt. Genau, mal einen Anhaltspunkt gegeben, was es hier unter der Erde noch so alles gibt. Genau. Hat mir auch sehr gut gefallen. Ja. Sag schon mal vielen Dank, Marius. Ja, danke auch, Onkel Jo. Ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns demnächst. Tschüss. Tschüss.